Hallo, meine Freunde. Kaum jemand unter den Passanten achtet auf Kätzchen oder Welpen, die ihnen nachlaufen. Alle haben es eilig und tun so, als ob sie diese unglücklichen kleinen Wesen nicht bemerken. So wurde auch dieser flauschige, miauende Klumpen kürzlich von der warmen Seite seiner Mutter getrennt und auf die Straße geworfen. So leicht und ohne Gewissensbisse. Und das kleine Wesen versuchte, sein Schicksal selbst zu meistern, da es verstand, dass es ohne Menschen nicht überleben konnte. Jeden Morgen lief es allen Passanten nach und abends begrüßte es sie von der Arbeit. Aber niemand entschloss sich, ihm zu helfen. Aber das kleine Wesen verlor nicht die Hoffnung, und nach einigen Tagen wurde es von einer freundlichen Frau aufgenommen. Sie fütterte den armen Kerl sofort und rief die Freiwilligen an. Das Mädchen musste nicht einmal irgendwohin gebracht werden. Die Freiwilligen kamen selbst und brachten sie zum Tierarzt. Bei dem kleinen Wesen wurde eine Störung des Magen-Darm-Trakts festgestellt. Als sie wieder gesund war, wurde sie zur Fotosession gebracht. Die Katze war ein geborenes Model und die Bilder wurden wunderbar. Eine solche Schönheit wäre sofort von Interessenten mitgenommen worden. Aber dann wurde bei dem kleinen Wesen ein Ringwurm entdeckt, und die Suche nach einem Zuhause musste unterbrochen werden. Nach einer langen Behandlung wurde die Murmel wieder einer Fotosession unterzogen. Sie war schon merklich gewachsen, wurde noch effektvoller und graziöser, eine junge Dame mit schönem Fell. Die Besitzer tauchten fast sofort nach der Veröffentlichung der Anzeige im Netzwerk auf. Das kleine Wesen wurde Muse genannt und wurde jetzt zum echten Liebling der ganzen Familie. Danke an diese Frau für die Rettung des Kätzchens. Jede noble Tat wird in unseren Akten irgendwo dort im Himmel festgehalten und kehrt dann als glücklicher Zufall oder ein erfreuliches Ereignis zu uns zurück. Denkt darüber nach. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch und hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank.